Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film, die heute im Rahmen des Lichterfilmfests Frankfurt stattfindet. Deswegen haben Sie alle ja auch hoffentlich eine solche Stimmkarte bekommen, denn der heutige Film ist nicht nur an sich grandios, sondern läuft auch noch hier im Rennen um den Publikumspreis. Das heißt, nachher unbedingt dann an der richtigen Stelle einreißen. Eins ist das Beste. Nur als kleiner Tipp. Und aber das ist sowieso ein ganz besonderer Abend. Also diese Reihe, Was tut sich in deutschen Filmen, die gibt es seit dem Jahr 2005. Und die bedeutet, dass wir hier jeden Monat einmal einen aus unserer Sicht herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm einladen und die Regisseurin, den Regisseur dann auch zu Gast haben. Deswegen auch danach ein ausführliches Werkstattgespräch. Das Ganze in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt. Ganz toll, wenn man viel über Kino erfahren will. Und ja, diese Reihe, wie gesagt, 2005, das heißt, wir sind jetzt schon 18 Jahre alt, also so langsam volljährig, was diese Reihe angeht. Und das Besondere ist, dass heute die letzte Veranstaltung mit dem Gründer und Chefredakteur dieser Zeitschrift ist. Deswegen bitte einmal auf der Bühne Rudolf Worschig, der Chefredakteur von EPD Film. Den Applaus halten wir durch, bis er vorne ist. Jawohl. Lieber Rudolf, hier, nimm dieses bitte, das ist an. Das war nicht besprochen. Natürlich nicht. Ja, mein Lieber, 18 Jahre, damals habt ihr angefangen mit Rosa von Braunheim. Ja, war ein Desaster. Warum? Der wollte nicht mit unserem Kritiker sprechen. Der hatte so einen Film, der auf der Berlinale so ein kleiner Skandalfilm war. Der hieß Männer, Helden, schwule Nazis und der wollte immer die Reaktion vom Publikum und der hat da eine Frage gestellt und da hat er immer gesagt, war eine gute Frage, aber fragen wir doch mal das Publikum ja, deswegen habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, dann können wir das vielleicht einstellen. Das Format hat sich trotzdem gehalten, Gott sei Dank. Wir haben quasi die gesamte deutsche Filmwelt schon mal hier gehabt. Es gab zwei Sonderhefte, die ihr dazu gemacht habt mit diesen Interviews. Inzwischen ist alles seit 2012 auch auf der Homepage, was tut sich im deutschen Film.de, nachzusehen. Von Wim Wenders, Til Schweiger, die hier waren, bis zu Experimentalfilmern, Dokumentarfilmerinnen, alle da. Was war denn so das herausragendste oder außergewöhnlichste Erlebnis, was du hattest? Also eigentlich die außergewöhnlichen Erlebnisse waren bei den Leuten, wo diese Reihe leider nicht funktioniert hat. Da nenne ich jetzt keine Namen. Legendär ist vielleicht auch, muss ganz am Anfang gewesen sein, bei einer Fußball-Europameisterschaft war Wim Wenders da. Ich glaube, es war Portugal gegen die Niederlande oder sowas und er hat, glaube ich, mit beiden Ländern Co-Produktionen gemacht und dann war der einfach nicht da, weil er nebenan Fußball geguckt hat, aber es blieb dann mir überlassen, den zu holen. Das ist sehr, sehr toll, was wir alles schon zusammen gemacht haben. Wir haben auch immer diese Frage natürlich am Schluss gestellt. Die darfst und du heute wieder die stellen. Die will ich aber jetzt einmal auch dir stellen. Okay. Was tut sich denn im deutschen Film? Also ich war ja jetzt in Manta Manta, zweiter Teil. Wie gesagt, ich fand den jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Mit Abstrichen, sage ich ja auch. Sehen, wir sind offen für alles. Wir sind offen für alles, genau. Ich finde ja schon, dass man sieht es ja auch an dem Film, den wir jetzt sehen werden, dass sich so in Sachen Vielfalt gerade so im letzten Jahr in Deutschland wirklich viel getan hat, was sich halt, wie ich finde, leider nicht so bei der Nominierung bei den deutschen Filmpreisen niederschlägt, wo im Westen nichts Neues, was ja schon auch ein toller Film ist, aber für 12 Kategorien nominiert ist, das finde ich dann doch ein bisschen viel, weil es eben die Entwicklung auch ein bisschen negiert. Was ich und wahrscheinlich Sie auch nicht sich vorstellen können, ist, dass dieser Mann ab übermorgen in Ruhestand ist. Und das ist heute seine letzte Show. Er wird nachher das Gespräch auch mit der Regisseurin führen. Und wir haben ein ganz besonderes, kleines Dankeschön für dich. Ein wirklich kleines, aber ein sehr besonderes. Das, was wir eigentlich nicht mehr vergeben und jetzt doch wieder tun. Nämlich, wir haben hier eine Eintrittskarte auf Lebenszeit in dieses Kino für dich. Lieber Rudolf Worschig.
Dankeschön. Super Idee. Sehr nett. Vielen besten Dank. Ich war ja mal übrigens 1994 für das Programm dieses Kinos verantwortlich und das nutze ich aus. Ihr werdet arm. Wir freuen uns drauf. Wir sehen uns nachher wieder. Schon mal nochmal großen Applaus, Rudolf Warschig, und bitte Sophie Lindenbaum, die Regisseurin des heutigen Abends, gleich auf die Bühne. Jawohl, auch den Applaus halten wir durch, bis sie da ist. Ah, Sophie. Hi. Hallo. Ja, eine große Tour habt ihr schon hinter euch mit dem Film The Ordinaries. Es fing an beim Filmfest München, wo ihr schon groß abgeräumt habt. Zwei wichtige Preise, Förderpreise, deutsches Kino gewonnen. Erzähl mal ein bisschen diese Festivalreise mit The Ordinaries. Wie war das? Also es hat sehr aufregend angefangen, weil ich direkt einen Tag vor München Corona bekommen habe. Und dann war ich nicht dabei. Aber ich glaube, es war tatsächlich eine der emotionalsten Premieren. Ich glaube, also wisst ihr dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wie viele Leute hier Filmmacher sind und Filmmacherinnen, aber ich habe das Gefühl, öfter denkt man, etwas wäre stark, wenn man drin ist, aber eigentlich ist der Blick von außen der emotionalere. Und insofern hatte ich so ein richtig gutes Festival auf meinem Sofa. Und du warst per Telefon zugeschaltet. Ich war per Telefon zugeschaltet und es war richtig traurig, weil der Sound im Telefon, also die haben mir so gesagt, hier wird geklatscht. Und dann habe ich im Telefon gehört, warte. Und ich dachte, oh Gott, irgendein Idiot im Publikum hört nicht auf und alle anderen sind so, okay. Also deswegen, es war eine besondere Start tatsächlich. Also ich war im Saal, es war ein überbordender Applaus. Das haben sie danach alle behauptet und ich glaube, das ist so eine Urban Legend, aber das finde ich auch gut. Sehr, ich finde, so schafft man neue Realitäten. So, darum geht es uns ja auch im Film. Und danach war es einfach schön, um jetzt fertig zu sein. Ihr habt jetzt auch schon Kinostart, das heißt, ihr lauft auch bundesweit, macht ihr auch Kinotour oder wie ist das? Wir haben schon Kinotour gemacht. Ich habe Popcorn deutschlandweit getestet. Ich weiß nicht, ich kann euch später, wenn ihr nett zu mir seid, auch verraten, wo es das Beste gibt. Und ich habe eine Sockenstatistik geführt, die tatsächlich aber keine außergewöhnlichen Ergebnisse hatte. Sockenstatistik? Also schwarz ist dominant. Mhm, okay. Und dann je nach Stadt, schwankt der Weißanteil. Und deswegen, es würde mich tatsächlich heute bei euch nochmal interessieren. Ich denke darüber nach, euch später zu fragen. Aber okay. Frankfurt ist immer was Besonderes, kann ich nur sagen. Jetzt, bevor es losgeht mit deinem Hauptfilm, zeigen wir auch, das ist bei uns typisch, einen Kurzfilm, und zwar von dir. Einen, für den du ebenfalls schon besondere Würdigung erfahren hast, nämlich du hast den Deutschen Kurzfilmpreis mit Pix bekommen. Magst du uns ein bisschen was sagen, was es mit diesem Kurzfilm auf sich hat? Danach? Jetzt. Wirklich? Ja. Vorweg. Auch noch, oder sage ich jetzt alles? Das hängt von Rudolf ab. Also, das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mir vorgestellt, ich war auf einer Hochzeit, ich habe ewig nicht über diesen Film geredet. Ich war auf einer Hochzeit und da hat jemand so eine Slideshow gemacht, warum dieses Paar besonders gut zusammenpasst. Und hat so Fotos von denen gemischt, von Kleinkinder, Familienurlaub, blabla, Geburtstag und sowas. Und das war halt so krass, voll die gleichen Bilder. Die haben mal angefangen laufen zu lernen, dann haben sie Kindergeburtstag gefeiert, irgendwann war auch Weihnachten. Und ich saß so da und dachte mir, ja, kann ich mit heiraten eigentlich? Und dachte mir, wahrscheinlich geht es jedem im Raum so. Also wenn wir alle unsere Kisten auskippen würden, dann würden da, wenn man so nur diese Beauty-Moments rauszieht, relativ, ich sag mal, wenn man heteronormativ denkt, die gleichen Bilder rauskommen. Und dachte mir, da mache ich was draus. Und das habe ich draus gemacht. Ich kann Ihnen versprechen, diese 8 Minuten sind bereits großartig und das, was danach kommt, ist wirklich... Ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer stapeln. Der beste Abschlussfilm, den ich je gesehen habe. So. Wir haben uns vorhin über Filme unterhalten, also Urs hat auch eine krasse Offenheit, muss ich sagen, ne? Okay. Also so geschmacksmäßig. Also Sie sehen schon, es macht auch großen Spaß, von so viel mehr noch zu erfahren. Also bleiben Sie nachher unbedingt sitzen, es lohnt sich auch nach dem Film, dann wird Rudolf mit ihr sprechen. Großen Applaus schon mal, Sophie Lindenbaum, und viel Spaß mit Pix und The Ordinaries. Jawohl, für euch. Und Britta ist auch da. Euer Applaus. Und Rudolf wird das Gespräch führen. Und bevor ich das Wort an Rudolf übergebe, möchte auch noch der Festivalleiter vom Lichter Filmfest einmal noch mal ganz kurz was sagen. Der konnte nämlich vorher noch nicht da sein und natürlich liegt ihm auch etwas am Herzen bei der heutigen Veranstaltung. Lieber Gregor. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid, lieber Rudolf. 2008, das ist 16 Jahre her, haben wir Lichter gegründet, Lichter Filmfest. 2009 haben wir dich gefragt,
ob du Juror von uns sein willst. Da waren wir im Turmpalast und hatten eine schöne Zeit mit dir. Und seitdem kennen wir uns. Und jetzt ist mir gerade, als ich auf der Treppe stand, aufgefallen, dass das, was ich jetzt tue, dass das vor mir, also dass das vor dir noch kein anderer erreicht hat. Ich habe nämlich hier einen Ehrenbembel. Ah, danke dir. Einen lichter Ehrenbembel. Und das, was der Rudolf noch nicht erreicht hat, ist nämlich folgendes. Du müsstest eigentlich schon zwei haben und du bist der erste Mensch, der zwei Bembel hat. Wenn du mir jetzt sagst, dein erster ist kaputt gegangen, dann hast du jetzt einen neuen. Ansonsten hast du jetzt zwei Bembel und den Ehrenbembel haben vor dir erst zwei andere bekommen. In den 16 Jahren. Vitrinenschrank und da steht der erste Bembel noch drin. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was du mit dem zweiten machst. Also, er ist der netteste Chefredakteur, der mir je begegnet ist und ich hoffe, das sagen deine Mitarbeiter auch von dir. Vielen Dank für die Zeit und eins musst du mir jetzt vor dem Publikum noch versprechen, dass du dich jetzt nicht zum Radfahren in die Berge zurückziehst, sondern ab und zu noch mal irgendwo auftauchst. Ich laufe ja Halbmarathon, also insofern komme ich mal bei euch vorbeigelaufen. Insofern nochmal. War übrigens eine super Jury mit Rembert Hüser und Annette, nee. Ich würde sagen, das kriegen wir noch raus im Laufe des Abends nochmal. Vielen Dank, Gregor Schubert. Viel Erfolg für das weitere Festival. Und jetzt, Rudolf, hast du nochmal was zu arbeiten? Darfst du nochmal Werkstattgespräch führen? Die werden erstmal unter sich reden und dann haben sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ist das jetzt ein bisschen peinlich mit diesen vielen Ehrungen hier, muss ich sagen. Ja. Ist auch unangenehm. Wie fangen wir an? Ich möchte wissen, was noch in der Vitrine steht. Da stehen mehrere mexikanische Schnapsfläschchen, die so aus Keramik sind. Da liegen auch meine Blutdruckpillen drin. Es ist also keine Ehrenvitrine, sondern eher eine... Sagen wir mal so, der Bembel hat seinen Ehrenplatz. Und der zweite auch. Nee, aber so habe ich wirklich noch. Und ich habe noch einen ähnlichen Bembel von der Firma Zündapp, für die ich mal gearbeitet habe in den 70er Jahren. Da steht Man verabschiedet dich also gerne mit Bembeln. Sieht so aus, genau. Seid ihr alle aus Frankfurt und kennt dieses Wort? Ich auch nicht. Es war nur eine Person, mit der ich gerade geredet habe. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Endet der Film nicht so ein bisschen fatalistisch? Da muss das Publikum fragen. Auf den habe ich mich zwei Stunden lang gefreut. Die kommen erst später dran. Wieso fatalistisch? Ich frage zurück. Naja, weil eigentlich ist das ja ein klassenkämpferischer Film, was mir ja gefallen hat. Wenn man in den 70ern aufgewachsen ist, ist man mit quasi diesem Begriff auch sozialisiert worden. Und diese Klassengesellschaft, die ja genau determiniert ist, bleibt ja so, also verändert sich nicht, aber quasi die Aufrührer kommen an diesen Ort. Ist das richtig interpretiert? Also wenn man mit Alt-68er-Eltern aufgewachsen ist, ist man auch mit diesem Begriff sozialisiert. Also dementsprechend würde ich sagen, es ist eher ein Aufbruch und damit auch ein Bruch der Klassen und eine Möglichkeit auf eine neue Gesellschaft, die anders strukturiert wird. Ein paar verlieren wir immer. Die Guten quasi? Nee, die anderen. Wir sind ja quasi die weiterziehen. Und die paar, die noch dran glauben wollen, die bleiben zurück. Ich habe gelesen, dass die Idee zu diesem Film durch einen Kurzfilm von dir, den ich jetzt nicht gesehen habe, muss ich gestehen, entstanden ist. Der heißt Out of Frame und der schon eine ähnliche Idee hatte. Kannst du vielleicht was von diesem Kurzfilm erzählen und wie das dann in The Ordinaries geflossen ist? Da musst du. Es ist halt leider die langweiligste Geschichte, die ich zu erzählen habe. Deswegen das immer ein bisschen enttäuschend. Wie ist man auf die Idee gekommen? Ja, leider nicht cool. Aber die wissen das nicht. Ich weiß, aber danach denke ich euch, war es wirklich langweilig. Dementsprechend kann ich das gerne machen. In dem Film Out of Frame geht es um einen jungen Mann, der so einsam ist, dass er aus dem Bild fällt und schon als Kind. Und der dann den ganzen Film über versucht, wieder ins Bild zu kommen. Und dabei lernt er eine Selbsthilfegruppe kennen. Bist du abgerückt? Weil ich, also nein, ich habe nur meine Brille aufgerückt. Ach so. Ich will dir auch nicht zu nahe treten.
wir diskutieren jetzt das. Genau, der dann eine Selbsthilfegruppe trifft von anderen Menschen mit Filmfehlern und genau darüber feststellt, wo sein Platz ist und im Sinne von nicht nur da, wo man immer denkt, dass man hinschauen müsste, wenn man selber zur Seite schaut, sieht man die anderen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu machen. Einerseits, weil es Spaß gemacht hat, mit den filmischen Mitteln zu spielen, aber auch, weil tatsächlich die Publikumsreaktionen einfach super schön waren. Und zwar entgegengesetzt dem, was vorher alle vermutet haben, die gesagt haben, das wird so ein Nerdfilm, den versteht keiner. Wenn der Hauptdarsteller nicht im Bild ist, braucht man auch keine Kamera. Und stattdessen habe ich auf Festivals einfach ganz viele Leute getroffen, die sich davon berührt gefühlt haben und mir erzählt haben, dass sie auch sich manchmal nicht im Bild fühlen. Und deswegen bin ich in dieser Welt, also ich spiele generell gerne, aber ich bin in dieser Welt hängen geblieben. Und wie du gerade den Klassenkampf angesprochen hast, es war mir ein Bedürfnis, einfach darüber zu erzählen, also einerseits über die Klassenunterschiede, aber auch in Bezug auf, wie gestaltet Narrative unsere Wirklichkeit. Und da bot sich dieses Feld, dieses Filmische einfach an. Ist halt nicht so aufregend, ne? Sorry. Oh, ihr seid so lieb. Out of Frame ist von 2016, der jetzt von 2022. Wie hat sich das Projekt entwickelt? Ist ja der Abschlussfilm, also wahrscheinlich wirklich einer der originellsten Abschlussfilme einer deutschen Filmhochschule. Wie hat sich das in den 6 Jahren entwickelt? Es war ja auch die Corona-Pandemie und so weiter. Also da kann tatsächlich Britta was zu sagen. Sehr gut, weil vor 4,5 Jahren habe ich zum ersten Mal von der, also mittlerweile 5, aber von der Idee erzählt. Genau, also Laura Klippel und ich haben das ja gemeinsam produziert und ich glaube, Sophie, also wir streiten uns immer über die Anzahl der Projekte, aber ich meine, es waren 3. Laura sagt 2, es waren 3, die uns Sophie gepitcht hat und es ist sozusagen, also für Laura und mich ist sozusagen auch das erste produzentische Werk sozusagen mit unserer eigenen Firma. Und wir haben gesagt, ey, die Idee ist doch cool, das klingt nicht so aufwendig. Lass mal machen. Das andere war ein Kammerspiel, das eine möchte ich an der Stelle erwähnen. Aber auch nicht ein schlichtes Kammerspiel, wer so viel kennt. Genau, und seitdem hat sich das dann, glaube ich, in der Drehbucharbeit von 11.8.6 Fassung immer weiterentwickelt. Und es wurde etwas komplexer, aber wir haben immer mehr tolle Leute ins Team geholt, die einfach auf Drehbuchbasis gesagt haben, geiler Scheiß, machen wir. Du hast mit einem Drehbuchautor zusammengearbeitet. Wie war das? Sehr gut. Also es ist Michael Vetter-Natanski, mit dem habe ich auch vorher schon bei einem Kurzfilm zusammengearbeitet. Und wir sind aus einer Regieklasse und beraten uns eh immer gegenseitig. Und dann war klar, dass wir zusammen schreiben wollen. Und das war, also ich sag mal, für mich war es toll, für ihn war es, glaube ich, anstrengend. Ich bin nicht so einfach beim Drehbuchschreiben. Ich bin immer so 90% Verzweiflung, 10% Arbeiten. Und da muss man dann durch mit mir, aber ich glaube, es war auch notwendig, es zusammenzumachen, weil es einfach eine riesige Welt war und wir sehr viel Ping-Pong spielen mussten und zwar einerseits untereinander, aber dann auch, wir hatten sehr früh die anderen Gewerke mit dabei und das war auch toll, dann eben mit denen gemeinsam in Austausch zu treten und Sachen weiterzuspinnen und zu spiegeln. Was ich ja wirklich klasse finde an dem Film ist, dass der ganz viele Sachen in einem Film vereint, findet wahrscheinlich jeder, der mit dir spricht über diesen Film. Du hast den selber mal genannt, ich habe es mir aufgeschrieben, tragikomische Polizsatire im Science-Fiction-Gewand. Und das Science-Fiction kommt gar nicht von mir, aber das habe ich dann auch da, ich dachte mir, mein Gott, dann halt so. Ja, also es ist eine Dystopie, es ist eine Parabel, was weiß ich, es ist Film im Film letzten Endes, wenn es auch nicht wirklich Film im Film ist. Welche Ebene davon ist dir denn am wichtigsten? Die gesellschaftliche. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, wie das Publikum zu befragen, so richtig Joker-mäßig. Und dann hätte man Machen so A, B, C, D, so Sci-Fi, so, aber also 100% das gesellschaftliche. Also weil für mich... Es ist halt ein Unterschied zwischen Inhalt und Gewand und dieses Gewand ist mir wichtig, ich spiele gerne, aber, also nicht aber, ich glaube, ich darf die beiden gar nicht gegeneinander ausspielen, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, darüber nachzudenken, warum man Filme macht und was man damit erzählt, weil selbst wenn ich, also wenn ich behaupten wollen würde, nichts erzählen zu wollen, kann ich mir das gerne selbst erzählen, am Ende habe ich aber doch was erzählt, deswegen denke ich lieber vorher darüber nach, was ich erzählen will. Der Film hat ja auch vom Look her eine großartige Künstlichkeit, finde ich. Also gerade, wo die Nebenfiguren da wohnen, das gibt ja, ich denke mal, dass es da schon reale Bauten gegeben hat. Deswegen meine Frage,
was von dem ist quasi digital gemacht und was ist real aufgenommen. Also bei dieser Szene mit den Bussen steht ja dann da irgendwie den gemordeten Helden oder irgendwie sowas. Da habe ich das mal bei Google eingegeben, aber nichts gefunden, muss ich sagen. Also es kann zumindest kein echtes, was heißt echt beim Film, also kein Denkmal irgendwie sein. Wie ist das entstanden? Also von dem, was du siehst, ich würde sagen, bei allen Außenmotiven ist 50-50 so ungefähr. Also wir haben sehr lange, wir haben mit zwei ganz tollen SzenenbildnerInnen zusammengearbeitet, Josephine Lindner und Max-Josef Schönborn, die dürft ihr nicht klauen, die brauche ich wieder, aber die Namen könnt ihr trotzdem feiern, gearbeitet und wir haben super lange nach Motiven gesucht. Britta sagt immer so schön, entweder man hat Geld oder man hat Zeit. Eins hatten wir nicht, deswegen haben wir schön lang gesucht und dann aber gemeinsam mit Johannes Blech, der hat die Special Effects gemacht, auch im Vorhinein schon zusammengearbeitet und ausgecheckt, was geht, was ist möglich, beispielsweise da, wo sie alle in diesen Gängen laufen. Das ist nur ein Gang. So, und da sind wir sehr lange auf und ab gelaufen und haben die Leute auch umgezogen, was wahrscheinlich keiner merkt, aber und haben das dann später zusammengesetzt oder eben mit den Bussen, wir hatten nur einen Bus und dann mussten sich alle umziehen wieder und wieder raussteigen und so und das Denkmal haben wir auch selber gebaut. Ehre den gemordeten Helden des Massakers. Ah, dieses Massaker, genau, da könnten wir auch mal drüber reden. Das Massaker wird nie so richtig erklärt, gewissermaßen, warum nicht? Ich fühle mich die ganze Zeit so provoziert. Er hätte mir das vorher nicht erzählen müssen mit dem Publikum. Weil ich finde es ja eh immer so eine Künstlersache. Oder ich habe das Gefühl, Künstler sagen immer, das kann ich jetzt nicht erklären. Das ist, hat sehr viel Offenheit und deswegen jedem ist es überlassen. Und ich denke immer, ich habe voll die Meinung dazu, lass mich die erklären. Deswegen bin ich auch kein Künstler. Wir Interviewer versuchen das ja auch immer rauszukitzeln. Ja, aber man ist dann halt nicht mehr Künstler, wenn man es erklären will. Das ist das Problem. Aber egal, ich erniedrige mich hier selbst und erkläre es gerne. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Das Massaker. Ja, also... Es ist für uns, ich sag mal, grob gesagt, ein historisches Ereignis, das je nach Deutungshoheit unterschiedlich aufgefasst wird. Und das ist auch der Kern davon. Also was da tatsächlich passiert ist, ist, Outtake-Menschen haben eine Revolution, einen Aufstand, einen Anschlag, wie auch immer man es benennen möchte, gemacht und versucht, ihre Grundsituation zu ändern. Und das ist gewaltvoll ausgeartet. Wer da von beiden Seiten was zu beigetragen hat, entscheiden die. Also genau, es ist einfach ist Bestandteil der Diskussion und Bestandteil der Deutung, wer bei den Guten und wer bei den Schlechten steht. So ein Bestandteil dieser Künstlichkeit sind ja auch diese Musical-Einlagen irgendwie, weil die erinnern an eine Filmkultur quasi, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Wieso hast du das da eingebaut? Also wir haben generell in unserer ganzen versucht, diese Welt zu bauen, versucht, eine intuitive Filmwelt zu schaffen. Also ich bin selber nicht, ich habe selber kein Filmlexikon gegessen. So, ich weiß, was es ungefähr gab, aber es ging uns darum, etwas zu schaffen. Wir haben immer gesagt, wir machen wie einen Kinderfilm, nur statt für Erwachsene und Kinder machen wir einen für Nerds und Nicht-Nerds. Und so, dass für alle Ebenen sind und deswegen war uns wichtig, dass die Bilder, in denen wir erzählen, intuitiv verständlich sind, auch wenn es ein paar extra Gags gibt. Und da landet man sehr schnell im Hollywood Golden Age, weil das einfach so diese Bilder sind, die sich uns allen, egal ob man sie gesehen hat oder nicht, ehrlich gesagt, ins Gehirn eingebrannt haben und man, also keine Ahnung, man Küssen im Regen ist sofort ein Bild, sofort ein Begriff und eben auch diese Musical-Szenen aus den alten Filmen, die einem sofort ein Gefühl geben. Und das war so der eine Grund und der andere ist, wir haben im Drehbuchprozess sehr viel gebaut, um die verschiedenen Schichten zu unterscheiden. Und dieser Herzleser, den wir irgendwann uns ausgedacht haben, der eben die emotionale Musik produziert und quasi dieser Unterschied zwischen habe ich Musik, habe ich keine, habe ich Sprache, welche Sprache habe ich, das dann bei der High-Class-Familie quasi zu steigern ins Musical und zu sagen, hier ist halt die pure Emotion in Anführungsstrichen und die pure Musik. Das ist mit dem intuitiv verständlich, finde ich jetzt einen treffenden Ausdruck, weil bei aller Künstlichkeit, bei aller Parabelhaftigkeit hat der auch durchaus realistische Momente, zum Beispiel in der Beziehung zwischen Paula und ihrer Mutter oder auch die Suche nach dem Vater, was ja jetzt auch so ein klassischer Kinotopos eigentlich auch ist. War das von Anfang an so, also diese Figurenkonstellation? Also der Vater war tatsächlich ein sehr wackeliger Baustein. Also genau, also angefangen haben wir tatsächlich sogar anders. Da war die Mutter die Hauptprotagonistin und
er hat dann erst eine Tochter bekommen, damit sie was hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt, sozusagen. Und das, dann wurde plötzlich, haben sich die Rollen verschoben und der Vater war tatsächlich von Fassung zu Fassung totlebendig, totlebendig, totlebendig weg. Und also da haben wir echt viel mit gespielt und dann irgendwann sind wir dazu gekommen, weil wir versucht haben, eine innere Geschichte für sie zu bauen, die die äußere Geschichte widerspiegelt, in der sie diese Welt entblättert wie so eine Zwiebel. Und dabei eben auch diesen Vater immer in unterschiedlichen Definitionen sieht, okay, ist er eine Hauptfigur, ist er eine Nebenfigur, ist er ein Outtake und das ihre eigene Entwicklung, wie sie die Welt sieht, spiegelt. Es gibt ja, du hast das mit dem Herzleser schon angesprochen, es gibt ja wirklich ein paar ganz tolle Ideen, was so Gimmicks irgendwie angeht. Zum Beispiel diese Figur des Simon, der eben als Jump Cut irgendwie geschnitten ist. Steht das alles im Drehbuch oder kommt man da drauf, wenn geschnitten wird? Also dann hätte man ein Problem, wenn man da erst drauf gekommen wäre, weil dann hätte man sich machen können. Aber also klar gibt es Sachen, die wir im Schnitt verfeinert haben oder zugefügt haben und sowas. Oder, und wie konkret das mit Simon dann aussieht, ist im Schnitt. Aber dass es ein Jump-Cutter ist, war, ich sag mal, von vornherein klar. Ich hatte auch bei Out of Frame einen Jump-Cutter. Und ich muss sagen, also wir haben eher lange überlegt, ob wir das wirklich machen wollen, weil er eine der wichtigsten Bezugspersonen ist. Wasser? Okay. Kein. Ich hab genug, glaube ich. Aber hier so. Stimmt nicht. Nicht dran getrunken. Weil es einfach saunervig ist zu drehen, gerade wenn man sagt, okay, da soll eine emotionale Bindung entstehen und man ist dann im Dreh die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu überlegen, okay, wo schaut sie gerade hin, wo ist er gerade, wann wird der Satz abgebrochen und so. Also deswegen haben wir da sehr genau im Vorhinein geplant und auch Sachen ausprobiert. Es gibt sehr viel lustiges Material vom ganzen Team, was alles mal spielt. Okay. Das kommt dann in den Director's Cut. Genau, da wird alles ausgetauscht. Da sieht man nur noch das Team. Ja, und das mit dem Schwarz-Weißen, das fand ich ja auch klasse, weil das halt auch quasi die zwei Pole des Films sind, Farbfilm, Schwarz-Weiß-Film. Ich erinnerte mich da so auch ein bisschen an so einen Film aus den 90ern, Pleasantville. Der war irgendwie so ähnlich. Nun sind ja wirklich alle Filmideen eigentlich schon irgendwann mal gewesen. Hat dich der inspiriert oder welche anderen Filme haben dich dazu inspiriert? Also es klingt dämlich, ich würde eher sagen, dass Filme inspirativ da eingeflossen sind, aber jetzt, dass es keinen Initialfilm gab, der, genau, also deswegen, da ist auch Dogville drin und natürlich diese Schminkszene war natürlich auch eine Reminiszenz an Pleasantville oder also die Truman Show findet man immer inspirierend. Ich muss sagen, dann, wir haben am Ende ja diesen, der klassische Monolog, bei dem alle aufstehen und sich solidarisch bekunden, da wäre man, glaube ich, erst bei Der Club der Toten Dichter. Ich persönlich bin da am meisten inspired bei In and Out. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich liebe diese Szene, die ist einfach so gut gemacht. Da outet sich Tom Selleck, das ist der, oder? Nee. Also ich glaube, er ist schon geoutet und Kevin Klein, genau. Oh Gott, die Szene ist so schön geschrieben. Genau, Kevin Klein. Und dieser... Ja. Direktor der Schule ist so witzig. Aber genau. Und so, oder dann natürlich gibt es, also es gibt direktere Zitate, würde ich mal sagen, sowas wie eben diese Being John Malkovich. Richtig dumme Idee, richtig dumme Idee. Da bauen wir das alles so klein und dann cast ich die Leute so, dass die alle so da drin stehen. Und ich die ganze Zeit beim Dreh so, Entschuldigung, können wir kurz und so weiter, Entschuldigung. Also das empfehle ich nicht. Und wenn, dann muss man so 1,90 Leute casten, damit die auch leiden. Wie habt ihr die Schauspieler gefunden? Also Jule Böwe kenne ich natürlich, aber Fine Sendel hat mir ehrlich gesagt jetzt vorher noch nichts gesagt. Die beiden sind ja auch grandios, finde ich gerade. Fine Sendel, die immer mit diesen großen Augen durch den Film geht, das ist schon gut. Wie fandet ihr die und konntet ihr die bezahlen? Soll ich nur den Bezahlen-Teil beantworten? genau, wir haben mit Karl, also Sophie würde schlichtweg sagen Casting und ich würde sagen sehr ausführliches, langes Casting. Wir haben mit Karl Schönhofer, der als freier Caster aktiv ist, zusammengearbeitet und das auch schon sehr früh, auch Drehbuch entwickelnd begleitend sozusagen. Und ja, wir konnten sie bezahlen. Alle haben den fabelhaften Mindestlohn bekommen. Okay. Frage ich jetzt nicht nach, wie viel das ist. 12 Euro Mindestlohn waren es. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt bei Schauspielern irgendwie ein anderer oder sowas. Schauspieler also, haben schlechteren Mindestlohn.
der ganz normal. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn. Das zeigt ja ein Vertrauen in dieses Projekt, das muss man ja auch sagen, oder? Ja, wir haben eine Schauspielerin, die erzählt gerne, dass ihre Agentin gesagt hat, was für eine scheiß Idee, bei diesem Film mitzumachen, du könntest so viel Geld verdienen. Und wir haben einen Schauspieler erzählt gerne, er hätte gerne dafür gezahlt fast, dass er mitmachen darf. Ja, das erzählt er, glaube ich. Das ist unsere Bandbreite. Genau, aber auch die Schauspielerin sagt halt mittlerweile, ne, war eine der besten. Die hat die Agentur gewechselt, möchte ich anmerken. Also ihr kanntet Fiene Sendel jetzt auch noch nicht quasi, vor dem Casting. Wir haben sie quasi über das Projekt kennengelernt. Okay, okay. Ja. Und ich behaupte immer, unser Caster hat sie entdeckt, als sie an der Schauspielschule vorgespielt hat. Aber als ich das neulich behauptet habe und er dabei war, hat er gesagt, das stimmt nicht. Und seitdem bin ich enttäuscht und möchte nicht mehr darüber reden. Okay, gut. Apropos Vertrauen. Nein. Nein, ich stelle jetzt keine komischen Fragen. Mit Vertrauen meine ich jetzt die Hochschule, weil das ja ein Abschlussfilm ist. Wer waren eigentlich eure Professorinnen oder Professoren, die das betreut haben? Stand es im Abspann? Es steht im Abspann. Das ist übrigens eine Stelle, die immer sehr, also man muss, egal, Abspänne sind eine sehr aufwendige Sache. Und alle Professoren und Doktortitel da richtig zu machen, okay, ist oft so eine Sache, die einen wieder in die zweite Schleife schickt. Ja, welche Professoren waren das jetzt? In der Regie Andreas Kleinert und Barbara Albert. Okay. In der Produktion Hagemann Doktor? Professor Dr. Hagemann. Ja, der Kleinert war auch schon bei uns. Wann war das? Dezember 21 mit lieber Thomas. Darum frage ich, um da ein bisschen anzugeben, mit, dass wir den auch schon. Vielleicht können wir den noch mehr bieten. Veganer folgt. Veganer folgt. Was zur Montage? Michael Lankes, VFX. Die waren noch nicht hier. Also Andreas Kleinert. Aber Sie haben auch an, also Namen hin und her, die Hochschule hat auch an euer Projekt geglaubt. Wie ist das eigentlich so ganz konkret? Es ist ja ein kleines Fernsehspiel, dadurch auch vom ZDF mitfinanziert. Aber die Hochschule beteiligt sich ja da auch finanziell. Also muss sie ja auch an dieses Projekt geglaubt haben. Ja, ich glaube, Glauben ist, also nein, also ich rede sehr gerne sehr positiv über die Hochschule, weil die uns einfach, also ich glaube, wir hatten, es war irgendwie klar, dass Sophie, Laura und ich sozusagen als Gespann keinen Scheiß verursachen werden, auch wenn die sich immer so ein bisschen gefragt haben, wie wollt ihr das machen. Man muss sagen, es war eine ganz bewusste Entscheidung, das auch als Abschlussfilm und nicht als Debütfilm zu finanzieren, also wer sich so ein bisschen mit Filmfinanzierung auseinandersetzt. Wir hatten das Vertrauen vor allen Dingen sehr früh vom Redakteur des ZDF Kleinen Fernsehspiel, Jörg Schneider, der das sehr treu und loyal begleitet hat über Jahre, bis wir es dann endlich drehen konnten und auch immer so gefragt hat, wie wollt ihr das realisieren mit dem Geld, aber es irgendwie hat uns machen lassen und das war für uns auch, also das Vertrauen von Jörg zum Beispiel war für uns auch der Startschuss als Produktionsfirma zu sagen, okay, wir produzieren das selber, das ist jetzt sozusagen für uns der Auftakt als Firma, statt zu sagen, okay, ihr braucht aber einen erfahrenen, etablierteren Partner oder was weiß ich. Genau, und bei der Hochschule war es, glaube ich, einfach so, dadurch, dass die uns kannten und wussten, dass wir da irgendwie solide sind, wird das getan. Genau, und die Hochschule stellt natürlich vor allen Dingen Technik und Postproduktionsleistung entgegen, das ist jetzt der langweilige Teil, Entschuldigung, aber das ist sehr viel wert für uns gewesen und das war natürlich ganz toll. Jenseits dessen haben natürlich ganz viele Studierende auch mitgearbeitet am Projekt, also im Szenenbild, im VFX-Bereich, in anderen Positionen. Das ist auch dein erster Film als Produzentin, als Langfilm. Kurzfilme habt ihr schon beide zusammen gemacht. Wie geht's weiter mit der Firma? Ja, die läuft und verdient jetzt richtig viel Geld, wie es halt so ist. Wusste ich's doch. Na, und Sophie kriegt davon nichts. Also man muss sich ja sozusagen, also die Filmlandschaft ist jetzt ja schon auch etwas, wo man sagt, also genau, ne, stellt sich die Frage, macht man Kino, Fernsehen, wie stellt man sich auf und so weiter. Wir sind, glaube ich, noch so ein bisschen in der Findung des Prozesses, aber grundsätzlich sind wir jetzt sehr froh über den Erfolg von The Ordinaries und können da sicherlich gut gepampert weitergehen und freuen uns auf die nächsten Projekte. Also da ist einiges in Arbeit, aber es wird noch ein bisschen dauern. Wir nehmen uns gerne Zeit und jetzt auch Geld. Okay. Könnt ihr schon was verraten? Das hat sie doch gerade sehr charmant ausgedrückt. Nein. Unser einer hackt danach. Gut, dann vielleicht noch ein paar, bevor wir überleiten, noch ein paar kleine nachhakende Fragen. Du hast von deiner Kinotour erzählt. Hannover, Apollo-Kino, Zimt-Popcorn. Richtig, okay. Gut. Genau.
der Film kam ja in der Presse eigentlich gut an. Es gab aber so ein paar eigentlich. Es gab aber Mickelein, habe ich auch gelesen. Ich auch. Da ich ja nun quasi Filmjournalist bin, wie gehst du damit oder wie geht ihr damit um? Belastet euch das oder inspiriert euch das oder macht es euch sprachlos? Also ich gehe da wahnsinnig professionell mit um. Ich weiß den Namen der Person, die die schlechteste Kritik geschrieben hat und habe ihr Foto gegoogelt. Ja. Also deswegen, ich glaube, der härteste Kritiker ist man immer selbst, aber dafür auch, finde ich, ein verlässlicher Kritiker. Also im Sinne von, also inspirierend würde ich das auch nicht nennen, dass man sich selbst kritisiert, aber man versucht halt die Dinge, also man ist eher getrieben von der Angst, Scheiße zu bauen. Das meinte ich vorhin mit 90% Versagen und 10% Versagensangst und 10% Arbeiten. Also deswegen, die können nie die Sachen schreiben, die man selber kritisieren würde, und dann gibt es aber andere Sachen, wo man sich denkt, aber dann schau halt hin, was auch scheiße ist, weiß ich, weil haben sie ja versucht. Insofern lag es ja dann doch an einem, aber ich rede mich in die Scheiße, kriegen wir es rausgeschnitten. Also, ja, ja, kriegen wir. Machen wir ein paar Jump Cuts draus. Also, sag du mal was Kluges. Laura und ich haben einfach uns irgendwann entschieden, so viel die schlechten Rezensionen nicht weiterzuleiten. Es waren nicht so viele. Ich hab Google. Also ich muss sagen, oh Gott, also die Fotos, finde ich, sind auch schlimmer. Dass alle denken, sie können einen jetzt fotografieren, also ich meine jetzt die Presse, und man denkt sich, ich bin doch aus dem Grund hinter der Kamera, und dann sind überall so ganz schlimme Bilder, und ich habe mal gelesen, wie viele Bilder eine KI braucht, um daraus so Fake-Porn-Material zu generieren, und ich denke mir so, alter Leute, wir kommen echt hart in die Richtung gerade, und das ist ja tatsächlich, alle diskutieren über KI, aber das mit diesen Fake-Porn-Sachen ist tatsächlich schon am Laufen, und also wie immer sind die Frauen betroffen, so viel zu meinem politischen Exkurs gerade, aber ich wollte keine Filme machen früher, weil ich finde, man ist wahnsinnig angreifbar und sensibel, man stellt sich immer nackt hin und sagt, bewerte mich, und viele denken sich, ach ja, Bewertung, du meinst dieses Destruktive, wo man dich fertig macht, also deswegen, man lebt sehr viel von den positiven Dingen, aber jedes Negative wiegt immer so viel mehr, und das können vielleicht andere besser. Ich meine, also ich weiß nicht, aber das kennt man ja auch selber, wenn man Filme schaut und hohe Erwartungen an Filme hat, von denen man den Trailer gesehen hat oder so, es fällt einem ja immer leicht, das nicht so Gute zu sagen. Und ich glaube auch, also mir ging das jetzt zuletzt so, ich habe jetzt endlich mal im Westen nichts Neues geschaut, weil das vorhin auch angesprochen wurde. Und zuerst war ich so, ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so mega berührt, nachhaltig. Und dann dachte ich, krass, also man wird bei Netflix direkt ans Making-of weitergeleitet, was finde ich so ein bisschen schwierig ist, auch wegen Deutsche Filmakademie und so. Aber genau, und dann dachte ich, wow, richtig krasser Scheiß, was die da halt auf die Beine gestellt haben. Scheiß klingt so unqualifiziert, aber ne, also es war halt, also es ist ein krasser Film und es ist eine krasse Leistung und es ist von allen Seiten herausragend. Genau, und trotzdem bin ich aber mit dem Gefühl eingestiegen, ich war emotional nicht im Kern dabei sozusagen, es ist jetzt ein komischer Exkurs, aber also genau, ich glaube, es fällt einem immer sehr leicht halt sozusagen die Dinge, die nicht da sind, zu benennen, vielleicht nicht mal richtig oder so, aber genau, das ist, glaube ich, beim Filmschaffen und dieses, ich glaube, ich ziehe mich nackig aus und bewerte mich, ist, glaube ich, auch gerade für dich in der Regieposition nochmal einen Tacken krasser als für uns in der Produktion zum Beispiel, weil genau, es ist einfach hart und man muss damit umgehen, und ich glaube, jeder muss irgendwann seinen Weg damit finden, damit umzugehen. Ihr habt ja auch zwei Nominierungen, finde ich jetzt. Also bestes Szenenbild und bester Schnitt, glaube ich, oder? Nee, beste Special Effects. Beste Special Effects. Jeweils in Konkurrenz zu Im Westen nichts Neues. Ja, das find ich jetzt schon. Das hat die Emotionalität gar nicht beeinflusst beim Gucken. Habt ihr euch nur kurz ausgerechnet, vielleicht auch als bester Film nominiert zu werden? Wahrscheinlich, oder? Also Urs hat dran geglaubt. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nichts. Also in der Vorauswahl war er ja dann. Nee, das ist der Scheiß. Das ist der emotionale Scheiß. Du kannst auch zu einer Preisverleihung gehen und da sagen die Leute, also du weißt vorher, okay, die gewinnen, und du weißt, du gewinnst nicht, und du sitzt da drin und bist so vorbei. Also ich finde, man kann dieses dumme Hoffen, das ist wie wenn man sich trennt. Wisst ihr, diese Paare, die sich trennen und nach 3 Jahren wieder zusammenkommen, man denkt sich so, ja, man darf halt nie denken, dass man nach 3 Jahren wieder zusammenkommt, aber man kann nicht aufhören, das irgendwie, also wisst ihr, man kann halt Hoffnung nicht abschalten. Das wird immer so positiv ein gesagt. Ein einziges Paar, was nach 3 Jahren wieder zusammengekommen ist. Ich kenne diese Leute, diese, wir waren in der Schule zusammen und dann haben wir uns 15 Jahre später auf dem Parkplatz getroffen und dann haben wir geheiratet. Auf dem Parkplatz. Oh, Fun Fact. Okay, das müssen wir wirklich rausschneiden, ja? Aber, habt ihr Pix noch ganz bisschen im Kopf?
ihr werdet es nicht so genau gesehen haben, aber das Hochzeitspaar, was raussteigt, sind mein Ex-Freund und meine Mitbewohnerin, meine ehemalige, die geheiratet haben mittlerweile. Und die Hintergründe sind dubios. Also da frage ich gar nicht nach. Aber nur so viel zu, das Schade ist, sie reden nicht mit mir. Ich hätte ihnen so gerne diesen Schnipsel einfach zur Hochzeit geschenkt. Ich denke mir, Leute, ich hab's halt gewusst. Das ist unsere Aufgabe als Filmemacher, Menschen zusammenzubringen. Genau, ja. Auch wenn es der eigene Freund war. Das war doch jetzt, damit beenden wir die Podiumsdiskussion. Und, aber ihr habt Fragen. Du hast noch ein paar so Anekdoten auf Lager. Genau. Eine Anekdote noch. Stopp, kurzen Stopp. Es gibt noch eine Anekdote. Aber wir können ja Fragen beantworten und wenn wir dann das Gefühl haben, wir langweilen uns gegenseitig, dann mache ich noch eine Anekdote. Frage ist ganz oben, du kannst loslegen. Ich liebe den Moment der Stille, wenn man aufs Mikro wartet. Na gut. Was soll ich sagen? Ach nein, wieso? Das hätte ich doch so schnell nicht geschafft. Ja, Emotionen, das hast du auch selbst geschrieben, ne, zumindest den Text. Jetzt muss der junge Mann da fragen. Ich dachte zwischendrin an Tarkovsky, an Wes Anderson, an Fellini und an Cronenberg und hatte ein bisschen schlechtes Gefühl, dass ich an all die gedacht habe, weil ich dachte, das wird abstürzen. Ist es aber nicht. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist echt wahnsinnig hohes Niveau. Ich freue mich, dass ein deutscher Film so was bringt. Super. Und hätte eine ganz spezielle Frage. Die Hauptdarstellerin, Paula, ne? Ja, Paula. Paula ist dargestellt, also zumindest dargestellt, ich sage einfach mal dargestellt, als Pummelchen. Ne? Das ist also sozusagen die Non-Figur des gegenwärtigen Films. Niemand, der eine Hauptrolle kriegt im deutschen Film oder im amerikanischen Film, sieht so aus. Und dazu hätte ich mal gerne was gehört. Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich finde, es ist eine schwierige Frage und gleichzeitig eine wichtige Frage, aber eher so eine, also eigentlich eine Frage, über die wir nicht reden müssen sollten und trotzdem existiert sie. Also dementsprechend, ich habe das auch öfter schon auf Screenings und sowas erlebt, dass es angesprochen wird. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es wahrgenommen wird. Aber ja, also ich glaube, genau, okay, mein Zwiespalt merkt ihr. Genau, also und die Tatsache, dass es auffällt, ist einfach wahnsinnig schockierend und spricht für gegen diese Branche. Und deswegen, also uns war es generell beim Besetzen wahnsinnig wichtig, einfach divers in verschiedene Richtungen zu denken und sei das eben Körperformen, sei das andere Arten des Aussehens, sei es POCs zu besetzen in eben verschiedensten Rollen und so und deswegen, also das ist die simple Antwort, also das war uns, wir haben beim Casting bewusst darauf geachtet generell, dass wir versuchen nicht irgendwie bevorteilt oder sowas zu besetzen und tatsächlich, wenn ich die Wahl habe im deutschen Film zwischen Menschen, die aussehen wie Menschen und den anderen SchauspielerInnen, die einfach mit ihrer Kleidergröße 34 und den perfekten blonden Dauerwellen, dann ist meine Präferenz klar. Und das, also interessanterweise sowohl wie auch die POC-Besetzung, wo ich viel gelernt habe, war auch die Überlegung, Mehrgewicht da reinzubringen, fast was Emotionales für mich. Wir haben einen Simon gecastet, den ich ganz toll fand und der mehrgewichtig war. Und der dann nach dem Casting gesagt hat, also er hat dann nicht für die Rolle gepasst, aber er hat dann im Gespräch so gemeint, er würde auch abnehmen für die Rolle. Und da habe ich fast geweint. Und deswegen, ich freue mich auf den Moment, wo es keinem mehr auffällt. Ich war auf einem Festival und da wurde eine Rede gehalten über Marianne Sägebrecht. Marianne Sägebrecht und der Laudator hat es geschafft, 5-mal in einer 7-minütigen Rede zu erwähnen, dass die Frau mehrgewichtig ist. Das hat er natürlich nicht so gesagt, aber so, und dann ist ihr Partner so ein ganz dünner, ne? Und sie ist ja so eine Dicke. Und ich war echt so, ich dachte, was geht denn ab? Also deswegen, ich finde es gut, dass wir darüber reden, aber ich fände es besser, wenn wir nicht drüber reden, sondern einfach ändern und so besetzen. Und danke für die anderen Dings. Ich hatte die ganze Zeit Angst, es kommt was Schlimmes. Gibt es weitere Fragen oder auch Kommentare? Dann komme ich zu Ihnen. Auch wenn das jetzt bedrohlich wirken mag. Okay. Mögen Sie es einmal kurz durchgeben durch die Reihe? Ja. Ja, vielleicht einfach
Nur, dass ich gerade auch zu dem Thema das Gefühl hatte, manchmal so Inklusionsthema auch im Film wahrzunehmen. Ich arbeite selbst mit der Heilpädagogik und also in der Heilpädagogik, aber ich fand den Film sehr künstlerisch, sehr gesellschaftsanschaulich und da eben auch dann der Moment, ja, haben wir nicht eben auch eine Behinderung, einige Behinderungen sogar. Und das hat mich da berührt. Danke euch. Dankeschön. Gibt es noch mehr von Ihrer Seite? Könntest du doch jetzt die andere Anekdote erzählen. Aber Sie müssen sich noch ein bisschen verdienen. Ich habe das Gefühl, mindestens vier Leute, die sich fragen, soll ich das fragen oder nicht, müssen es noch tun. So, dann würde ich jetzt einmal nochmal bitte... Danke. Ja, der Film hat mir sehr gut gefallen und ich habe eine Frage zu der Sprache der Mutter, also mit dem eingeschränkten Vokabular. Sie ist ja eigentlich ein Outtake und hat sich als Nebenfigur verkleidet, hat aber trotzdem eben schon dieses Verhalten und eben diese eingeschränkte Sprache als Nebenfigur. Und ich wollte einfach mal fragen, was da so der Hintergrund ist. Also werden Nebenfiguren im Allgemeinen mit einem kleinen Vokabular geboren? Oder liegt es einfach nur daran, dass sie nicht gefördert werden, weil sie gleich als Nebenfiguren abgestempelt werden? Weil die Tochter wird ja gefördert und hat ein höheres Vokabular, also ein größeres Vokabular. Und da wollte ich einfach mal wissen, was so da der Hintergrundgedanke war. Es gibt eine Studie, in der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gibt eine Studie mit afroamerikanischen Studierenden, die, wenn sie vor einer Prüfung geprimed werden, darauf, dass sie Afroamerikaner sind, schlechter in der Prüfung abschneiden, als wenn sie davon nicht daran erinnert werden. Und ich glaube, das ist der Gedanke von uns gewesen dahinter, also zu sagen, es ist ein Narrativ, dass diese Figuren so sind und dementsprechend beschränkt verhalten sie sich auch. Und nur wenn sie, also deswegen, die Mutter ist eine Mischung aus, sie hat sich angepasst, aber irgendwo verharrt sie auch in dieser Rolle und glaubt sich selbst dieses Limit, bis sie wieder ausbrechen kann. Und so würde ich sagen, sind also wenn wir die alle ermutigen würden, die Nebenfiguren, dann würden sie auch normal mit uns sprechen. Zweitere Fragen. Ein müsst ihr noch. Ja, ganz oben. Ich habe auch gerade gegessen, insofern. Sorry, ich bin doch ein bisschen enttäuscht von der Antwort über die Mutter. Ich dachte, das wäre eine Kritik an der Mutter, an den Stereotypen von Müttern. Die gibt es ja schließlich auch. Also, es ist ja nicht nur alles Film im Film, es ist ja auch irgendwie, dachte ich jedenfalls, Gesellschaft. Ich finde es gut, lass uns streiten. Also es ist eine Mischform. Sie ist, also, was heißt eine Kritik? Sie ist halt in ihren Sachen begrenzt, aber auch nur scheinbar begrenzt. Also es ist ja nicht so schwarz-weiß. Dementsprechend, wenn die Tochter sagt, warum bist du so feige und gehst nicht weiter, dann vergisst die Tochter, dass die Mutter schon weiter gegangen ist und dann vielleicht auch wieder stehen geblieben ist und da verharrt ist. Und sie nur deswegen den nächsten Schritt gehen kann, weil die Generation davor den Schritt schon gemacht hat. Also ich sag mal klassisch Frauen im Film. So, also wir stehen gerade an der Stelle immer zu sagen, also zumindest geht's mir so, lass uns doch einfach nicht mehr drüber reden, sondern einfach machen. Und so ist jetzt auch Paula, die sagt, Mama, warum versteckst du dich die ganze Zeit? Und aber nur, weil die Mutter sich versteckt hat, hat sie der Tochter die Möglichkeit gegeben, überhaupt, also ich sag mal, mehr als Sand im Getriebe, sondern ein Stein im Getriebe zu sein. Aber natürlich sind unsere Dialoge, die Muttersorgen und so weiter, auch eine Anspielung auf das klassische Mutterbild in Filmen. Aber dementsprechend brechen wir es ja auch hinten und sagen eben, nee, uns geht's, also dies ist eine andere Mutterfigur, auch wenn man dachte, sie würde in dieser Mutterfigur verhaftet sein. Okay, noch zwei? Ja, perfekt. Sehr gut, Leute. So, Frage Nummer drei. Ich habe mich jetzt irgendwie gefragt, das ist ja ein Film und deswegen habe ich mir dann überlegt, wie sieht denn die Umwelt da aus? Die muss ja im Prinzip auch so strukturell aufgebaut sein. Da ist das ganze gesellschaftliche Leben, das ist ja jetzt eigentlich eher nur so ein Kleinod, der in dem Film abgebildet ist. Und ich versuche mir jetzt gedanklich vorzustellen, ob das irgendwie hier 1984 oder Metropolis oder solche größeren Dinge, die sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, oder ob die ich suche da noch jetzt so eine Generalaussage noch stärker hinter, außer jetzt so dieser Revolutionsgeschichte, die gerade vorhin schon mal kurz angesprochen ist. Ich glaube, du musst mir noch mehr helfen, weil ich glaube, eine Generalaussage über
Der Frage, welche Gesellschaft? Ich meine, wir sehen ja jetzt doch sehr spezielle Verhaltensmotive der Leute untereinander. Und dann frage ich mich natürlich auch, liegt das jetzt an der Evolution, die irgendwie kommt, dass die Leute halt jetzt so gar nicht mehr ganz anders kommunizieren, als wir das jetzt machen? Und da ist ja jetzt dieser Film nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und wenn man jetzt das Große betrachten würde, dann würde ich mich jetzt irgendwie fragen, ob dieser Film eine Sonderrolle da spielen soll in diesem kleinen Mosaiksteinchen oder ob das, und das Arbeitsleben findet weiterhin so statt, wie wir das jetzt hier kennen, und die politischen Entscheidungsprozesse laufen weiterhin so ab, wie die jetzt auch ablaufen, oder ob das diese ganzen anderen Felder auch determiniert sind von diesen Verhaltensmustern. Also es ist eine gesamtfilmische Welt. Also so das zur Arbeit gehen ist eben zu sagen, ich bin der Superheld und bringe jeden Dienstag den Dr. Evil um oder sowas. Und wenn Sie nach der größeren Aussage fragen, dann würde ich sagen, es geht darum, inwieweit Geschichten eben, also was ich am Anfang gesagt habe, wie weit Geschichten Realität beeinflussen. Also für mich ist der Film ein bisschen eine Antwort auf den populistischen, nicht nur Versuch, sondern den populistischen Erfolg, sei es jetzt aktuell mit Trump, aber sei es auch schon immer, Gesellschaft zu gestalten, in dem gewissen Figuren und gewissen Menschen Rollen zugewiesen werden, die sie an den Rand der Gesellschaft bringen, die ein Wir und ein Ihr definieren und aus dem unsere Mechanismen bestehen, die eben diese Klassen aufrechterhalten und die Unterschiede aufrechterhalten. Und weil diese Narrative funktionieren und sich selbst wiederholen und eben auch self-fulfilling prophecy sind, deswegen bestehen diese Gesellschaften und weil es Interesse daran gibt, dass sie weiter aufrechterhalten werden. Und wie gesagt, ich rede hier von Marginalisierung im realen Leben als auch über Darstellung von Figuren. Also sehen wir uns die Lebensläufe von POC-DarstellerInnen bis vor kurzem an. Die spielen den Kioskbesitzer, den Räuber, den Busfahrer, den Dieb. So, und dazu sagen, solange man nicht sieht, wie etwas sich verändern kann oder solange man eine andere Realität nicht zeigt, wird diese Realität zumindest nicht im Denkraum stattfinden. Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwo ein Punkt oder ein Komma, aber ungefähr das. Vierte und letzte Frage. Wow, vielleicht will irgendjemand noch was richtig Krasses wissen danach? Nee, ich bin bereit. Ich meine, es war nur so abschließend. Ja, okay. Also, der Film ging ja jetzt so 120 Minuten, also so um die 2 Stunden. Meine Frage war tatsächlich, habt ihr das Gefühl gehabt, in diesen 120 Minuten alles erzählt zu haben, was ihr erzählen wolltet? Oder sind gewisse Themen, die ihr noch behandeln wolltet, entweder ausgefallen, nicht wichtig genug oder etc. pp.? Gab es Outtakes? Gab es Outtakes? Also unser Editor sagt immer, bei diesem Prozess sind keine Outtakes zu Schaden gekommen. Das ist uns sehr wichtig, an der Stelle zu erwähnen. Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist jein. Also es gibt auch Stellen, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir ein paar Drehbuchgedanken anders gedacht hätten, um dann schneller von A nach B zu kommen. Und gleichzeitig, ich sag mal, zeigen wir von dieser Welt, die wir geschaffen haben, einfach nur einen Bruchteil. Also das war die Hauptschwierigkeit beim Schreiben tatsächlich, von all diesen möglichen Wegen, die diese Welt gibt und die jede Figur gehen kann, einfach so viel wegzuschneiden und zu sagen, das ist jetzt die Geschichte. Anekdote? Yes. Auch raus. Und zwar die Leute, die schwarz-weiß sind, also ne, hier sie und Großvater und so weiter, die mussten wir dafür gestalten. Und das heißt, wir haben sie geschminkt. Wir haben sie entweder grün oder blau geschminkt. Das dürft ihr nicht verraten. Ne? Wir sind jetzt hier quasi im Fight Club-Modus. So, das ist der Spoiler, den ihr nicht machen dürft. Aufzeichnung. Aufzeichnung. Ja, das müsst ihr rausschneiden. Okay, die Anekdote müsst ihr auch rausschneiden. Klar, okay, gut. Ich kann euch so einen Satz machen, ja, vielen Dank. Und dann kommt die Anekdote. So, die mussten wir grün oder blau schminken und je nach Hintergrund. Und als wir im Wald gedreht haben und sie ihren Großvater trifft, da sind die beiden blau geschminkt, weil der Hintergrund grün ist und so. Und dann haben wir eine Pause gemacht und der Großvater ist ein bisschen spazieren gegangen, hat sich die Beine vertreten. Und dann haben Anwohnende den Krankenwagen gerufen und haben gesagt, ein verwirrter alter blauer Mann läuft hier durch den Wald.
Eine wunderbare Anekdote. Ich möchte zum Abschluss traditionell die Abschlussfrage stellen, die im Titel dieser Veranstaltung steht. Ich habe sie vorhin schon Rudolf gestellt, ich möchte sie an euch beide gerne stellen, weil ich finde es krass. Ich glaube, sowas ist im deutschen Film einfach fast nicht vorstellbar. Und ich frage mich halt, warum und wie ihr das geschafft habt. Aber wie würdet ihr es denn sagen? Was tut sich im deutschen Film? Gibt es da noch mehr so Leute, die so denken und arbeiten wie ihr? Kann sich da was bewegen? Erzählt mal. Habt ihr Verbündete im Geiste? Also, ich bin ja ein wandelndes Plädoyer fürs Happy End. Insofern muss ich daran glauben, dass wir uns verändern können. Und ich glaube, dass sehr viel da ist, was noch erzählt werden kann, erzählt werden muss. Und ich glaube, dass gerade sehr viel wichtige Veränderung stattfindet. Also in Bezug auf Diversität, sowohl vor als auch hinter der Kamera und in den Stoffen. Ich glaube, es macht aber auch Sinn, nicht nur zu träumen, sondern sich konkret Gedanken zu machen, was man dafür verändern muss und anpassen muss. Und es gibt da viele konkrete, also genau, ich glaube, ich wäre ein Fan davon, konkret darüber nachzudenken, was im deutschen Film passiert, nicht nur was passiert, sondern was muss im deutschen Film passieren, damit wir ein bisschen inneren Witz und Liebe und Kreativität noch mehr reinbekommen. Und Britta, du? Also ich gehöre zu den Leuten, die sich regelmäßig fragen, warum mache ich diesen Beruf? Mag ich den Beruf? Möchte ich den in den nächsten Jahren noch ausüben? Solange ich das genau mehr oder weniger mit Ja beantworten kann, tue ich das. Und ich möchte jetzt hier aber auch durchaus positiv sein, auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so klingt. Aber es geht ja einfach darum zu hinterfragen, warum tue ich das, was ich tue sozusagen. Und einleuchtender ist es, ein Arzt zu sein oder eine Ärztin im Vergleich zu einem Filmemacher auf den ersten Blick. Deswegen finde ich das sehr gut, was du auch sagst. Ich denke, es ist Durchhaltevermögen im positiven Sinne. Und dann tut sich da eine Menge. Das heißt, sowas ist auch in der Profibranche außerhalb dann des Abschlussfilms möglich? Das wird sich zeigen. Wir drücken euch dabei sehr, sehr die Daumen und ich nutze das Ganze auch nochmal, bevor wir uns verabschieden, für einen kleinen Werbeblock. Natürlich geht diese Reihe weiter, auch wenn Rudolf nicht mehr dabei ist. Und zwar am 28. Mai wird der ganz wunderbare Axel Ranisch hier zu Gast sein mit einem ebenfalls wunderbaren Musikfilm, Orphea in Love. Da hat er es geschafft. Er ist inzwischen auch ein berühmter Opernregisseur geworden, hat angefangen mit improvisiertem Film. Das hat er jetzt zusammengefügt und dabei auch schon große Festivalerfolge errungen. Und er wird das als Preview vor Kinostart hier in Frankfurt dann am Pfingstsonntag präsentieren. Das wird ein ganz tolles Gespräch, das darf dann ich führen. Und jetzt an dieser Stelle sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Film. Kinostart ist bereits, sagen Sie es weiter. Es ist ganz wichtig, dass dieser Film so lange wie möglich läuft. Großen Applaus, Sophie Lindenbaum, Britta Strampe, danke euch. Und vielen Dank für 18 Jahre, Rudolf Worschech. Dankeschön. Ich soll auch noch was ansagen, hat der Moderator der vorigen Veranstaltung gesagt. Sie sind alle irgendwie herzlich eingeladen. Ich weiß jetzt nicht, was das monetär bedeutet, noch ins Massiv Central zu kommen. Da ist heute die Lichter Filmfest-Party, ist in der Eschersheimer Landstraße 28. Ja, lohnt sich sehr. Das Lichter Filmfest läuft weiter. Besonders stimmen Sie ab mit dem Publikumspreiszettel, den können Sie draußen dann abgeben. Und ja, jetzt einen guten Nachhauseweg oder tolle Party. Wir sehen uns wieder im Mai. Dankeschön. Applaus